Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch in dieser Debatte wieder gemerkt, dass die Aussprache zum Haushalt des Bundeskanzleramtes mehr ist als eine Debatte über Tagespolitik. Es geht um mehr als über Einnahmen und Ausgaben. Es geht im Endeffekt um eine allgemeine gesellschaftspolitische Debatte. Jetzt haben wir vorhin schon gelernt, wann Herr Kauder geboren wurde. Wir haben gelernt, wann Herr Bartsch geboren wurde. Ich oute mich selbst als 1986 geboren. Und ein Ergebnis der Gnade der späten Geburt ist es sicherlich, dass man viele vergangenen Epochen aus eigenem Erleben nicht mitbekommen hat. Ich kenne die Zeiten der nationalen Egoismen in Europa nur aus Erzählungen. Ich kenne die Zeiten des Kalten Krieges, die Zeit der andauernden Bedrohung in Europa nicht aus eigenem Erleben. Die Jahre des Entbehrens nach dem Krieg, in dem man froh war, wenn man genug zu essen hatte, kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Großeltern. Krieg, Nationalismus, Armut, Entbehrung kenne ich nicht aus eigenem Erleben. Und ich kann heute ausdrücklich auch im Jahr 2016 sagen, dass ich froh bin, all das nicht erlebt haben zu müssen. Und ich bin denjenigen dankbar, die Deutschland und Europa zu einer Region gemacht haben, wo wir in Frieden leben können. Mein Großvater war ein einfacher Bahnarbeiter. Er hatte dieses Glück nicht. Er musste die Leiden des Krieges durchleben und in der Nachkriegszeit dieses Land wieder mit aufbauen. Er war es, der mich politisiert hat und der wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass ich hier heute stehe. Mein Opa hat, wie Millionen andere, dieses Land wieder mit aufgebaut. Aufgebaut, indem man eben nicht nur an sich selbst und an seinen eigenen Vorteil gedacht hat, sondern an die Allgemeinheit. Ohne Solidarität, ohne dass man einander geholfen hat, so hätte er immer gesagt, hätte man dieses Land nicht binnen kürzester Zeit aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wieder aufbauen können. Ich bin der festen Überzeugung, nur weil die Generation meiner Großeltern sich trotz aller Entbehrung gegen nationale Egoismen gestellt hat, nur weil sie solidarisch füreinander eingestanden hat, kann ich und können wir heute in Frieden in Deutschland leben. Und ich sage, die Leistungen der vorherigen Generation, sie sollten uns alle Mahnung für das Hier und Jetzt sein. Denn ich schäme mich, so wie sich vermutlich auch mein Großvater schämen würde, dass nationale Rechtspopulisten in diesem Land wieder Erfolge haben. Populisten, getarnt als bürgerliche Wertebeschützer, die doch in Wirklichkeit die Schwachen gegen die noch Schwächeren ausspielen. Dabei sollte uns doch allen bewusst sein, Nationalismus, der Rückzug in die vermeintlich heile, abgeschottete Welt, er war noch nie die richtige Antwort. Es gibt kein Beispiel in der Geschichte der letzten 200 Jahre, bei dem blinder Nationalismus dem Menschen und dem Frieden Gutes getan hätte. Kein einziges Beispiel. Und ich schaue mit Sorge auf diesen Versuch, unsere Gesellschaft zu spalten, Zwietracht zu sehen und das dann auch noch Mut zu nennen, finde ich sogar an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Und es tut mir leid um diejenigen, deren Ängste und Zweifel missbraucht werden, deren Ängste und Zweifel geschürt und instrumentalisiert werden. Anstatt ihnen Mut zu machen, anstatt ihnen Perspektiven zu eröffnen, sollen sie mitgenommen werden auf die eine Seite der Gesellschaft, die dann gegen die andere Seite der Gesellschaft ausgespielt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem man wieder nach seinem Aussehen oder seiner Herkunft bewertet wird. Ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem die religiöse Orientierung, die Sprache, die Homosexualität oder der soziale Status Grundlage für Stigmatisierung sind. Ich möchte nicht in einem Deutschland leben, in dem das Gegeneinander wieder vor dem Miteinander kommt. Und deshalb ist die Generaldebatte zum Haushalt auch der richtige Ort zu sagen, lassen Sie uns alle gemeinsam für ein tolerantes und weltoffenes, für ein friedliches und solidarisches Deutschland streiten. Ich möchte, wie wir alle, das friedliche Miteinander in unserem Land auch weiterhin sicherstellen. Und neben den ganzen Debatten über Burkas und doppelte Staatsbürgerschaft glaube ich, dass es bei Frieden zuvorderst auch um sozialen Frieden geht. Denn auch und gerade soziale Spaltung kann zur Gefahr für unsere innere Sicherheit werden. Denn Spaltung bedeutet nichts anderes als Ausgrenzung. Und Ausgrenzung führt letztlich zum Verlust von Freiheit für uns allen. Was eine gespaltene Gesellschaft bedeutet, durfte ich erst vor kurzem wieder von einer Austauschschülerin lernen. Luise ist 17 Jahre alt und sie kommt aus Brasilien. Brasilien, das Land, was uns alle noch vor Augen ist für die teils kontroversen, teils aber auch sehr imposanten Olympischen Spiele, das uns noch vor Augen ist von der Fußball-Weltmeisterschaft. Brasilien ist aber zuvorderst ein Land ganz tiefer sozialer Gräben.
Und die sich daraus resultierende Sprengkraft schlägt sich im tagtäglichen Leben nieder und sie nimmt allen Menschen die Freiheit. In vielen Städten Brasiliens kann man nicht einfach über die Straße spazieren oder mit dem Fahrrad fahren. Diese für uns selbstverständliche Freiheit war für Luise am Anfang etwas ganz Besonderes. Und es ist daher auch sehr klug von den Müttern und Vätern unserer Verfassung gewesen, dass der Kampf gegen Armut als Wesensmerkmal des Sozialstaates Verfassungsrang hat. Und daher sage ich auch mit Blick auf die kommenden Haushaltsverhandlungen, wir brauchen einen starken Staat. Wir sollten jetzt nicht in wahltaktische Steuersenkungsdebatten mit der Gießkanne uns in wahltaktische Steuersenkungsdebatten nach dem Gießkannenprinzip verzetteln. Wir sollten nicht auf kurzfristige Versprechen reinfallen, deren Zeche die Gesellschaft am Ende zu zahlen hätte. Vertrauen gewinnt man nicht durch Steuergeschenke, von denen ein Gros der Menschen nicht mal was hat, weil sie entweder keine Einkommensteuer zahlen oder weil sie so wenig Einkommensteuer zahlen, dass die Steuersenkung bei ihnen am Ende im Portemonnaie auch nicht aufhält. Ja, wir haben in den letzten Jahren Spielräume im Bundeshaushalt geschaffen, finanzielle Spielräume. Erarbeitet haben sie aber die Menschen in unserem Land, und zwar die, die aufrichtig und ehrlich ihre Steuern und Abgaben zahlen. Und genau die sind es, die nun auch von diesen Spielräumen profitieren sollten. Wir müssen die Spielräume zur Gestaltung nutzen, um in unsere Gesellschaft und damit in den Zusammenhalt zu investieren. Ich finde, wir müssen investieren in Schulen und in Universitäten, damit junge Leute die beste Bildung bekommen und damit höhere Bildung keine Charaktereigenschaft einer Elite wird. Ich finde, wir müssen investieren in Mütter und Väter, damit sie für ihr Kind trotz der Herausforderung des Berufs und des Alltags als Eltern da sein können. Das Elterngeld Plus war da ein richtiger Schritt in die richtige Richtung von Manuela Schwesig. Ich finde, wir müssen investieren ganz ausdrücklich in neue und bezahlbare Wohnungen, in die Verstetigung des sozialen Wohnungsbaus. Und mir ist ganz egal, wer dafür eigentlich verfassungsrechtlich zuständig ist. Ich finde, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, weil es kann nicht sein, dass insbesondere junge Menschen und Menschen mit kleinem Einkommen keinen Platz mehr in unseren Städten finden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen diejenigen im Auge behalten, die Qualifizierungsmaßnahmen brauchen, um überhaupt wieder auf dem Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. Und wir werden natürlich investieren in Polizei und Sicherheit, damit sich jeder hierzulande überall und zu jeder Zeit frei und sicher fühlen kann. Deshalb fordern wir auch einen massiven Stellenaufwuchs bei der Polizei und halten uns bei der Debatte um Hilfs-Sheriffs und einem Einsatz der Bundeswehr im Innern mal ganz gepflegt raus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sollten, wenn wir Menschen wirklich finanziell entlasten wollen, genau das tun, was Johannes Kahrs und Thomas Oppermann vorhin gesagt haben. Nicht die Gießkanne über die Einkommensteuer nehmen, sondern gezielt bei kleinen Einkommen einsetzen, gezielt bei den Sozialabgaben einsetzen. Denn das sind die wirklichen Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und wir müssen in unsere Gesellschaft investieren. Wir müssen in unsere Gesellschaft investieren. Das ist der Gegenentwurf zu einfachen Forderungen nach Steuersenkungen, die nur die Besserverdienenden übervorteilen. Und das ist auch der Gegenentwurf zu all denen, die den Mindestlohn aushöhlen wollen. Das ist der Gegenentwurf zu all denen, die Renten kürzen wollen, die die Lebensarbeitszeit am liebsten bis in die Ewigkeit verlängern und für ein unfaires Steuersystem plädieren, bei dem die ohnehin wenig haben, noch weniger in der Tasche haben werden. In unserer sozialen Marktwirtschaft muss immer ein Grundsatz gelten. Starke müssen den Schwachen helfen. Und Schwächere müssen sich anstrengen und unterstützt von uns allen versuchen, wieder stärker zu werden. Deshalb noch einmal mein Appell. Wenn wir Menschen entlasten wollen, dann diejenigen, die die Entlastung dringend bräuchten und nicht diejenigen, denen man gerne ein Geschenk machen möchte. Ich möchte weiterhin in einem Deutschland der Gemeinsamkeit leben. Ich möchte, dass unsere gemeinsame Prämisse der Erhalt des sozialen Friedens ist. Sozialer Frieden, er kommt aber nicht von selbst und er muss politisch begleitet und verteidigt werden. Gemeinsamkeit vor Egoismus, Toleranz vor Ausgrenzung, Miteinander statt Gegeneinander. Die Aufgabe, dies im Dialog mit den hier lebenden Menschen sicherzustellen, ihre Ängste ernst zu nehmen, Zweifel zu beseitigen und alle mitzunehmen, die das wollen. Diese Aufgabe müssen wir uns als Politik mehr denn je zuvor stellen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Professor Monika Grüters für die Bundesregierung.